Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute mit der Speicherverwaltung weitermachen, gell? Also mit dieser wichtigen Ressource des Arbeitsspeichers, die wir eben verwalten müssen. Ja, da haben wir verschiedene gesehen, gell? Also die direkte von einfachen Prozessorsystemen mit nur einem Prozessor ohne Betriebssysteme, wo wir eigentlich keine richtige Verwaltung haben und einfach nur einen Prozess laden, damit arbeiten. Dann die mehr theoretische als praktische, diese lineare Speicherverwaltung, wo jeder Prozess seinen Block bekommt und dort ist alles drinnen, gell? Also Code, Daten, Stack und so weiter. Gell? Funktioniert nicht sehr gut, gell? Man hat alle Probleme, die man sich vorstellen kann. Gell? Und dann hat man halt so andere Lösungen entwickelt unter die Segmentierung. Gell? Wenn man also verschiedene getrennte, semantisch getrennte Blöcke für jeden Prozess bereitstellt, gell? Und das ist dann schon interessanter und da hat man dann auch Systeme gehabt, Betriebssysteme, die damit gearbeitet haben, gell? Eine Verfeinerung des Paging. Beim Paging werden die, ja, wird der Speicher in normalerweise gleich großen Blöcken, Kacheln, gell, oder Seiten geteilt und dann wird der Speicher blockweise vergeben. Gell. Das ist eine feine Sache. Die Blöcke müssen nicht hintereinander sein. Gell. Das kompliziert ist dann die Berechnung der physikalischen Adresse und dafür brauchen wir die Unterstützung der MMU, gell, also dieser Memory Management Unit. Ohne die geht da gar nichts. Gell. Ja, und dann die Königsdisziplin ist, wenn wir eine Speicherverwaltung haben mit einer Segmentierung, wo der Speicher in Pages vergeben wird, gell, und die Auslagerung unterstützt wird, gell. Und wenn wir diese Konzepte alle gemeinsam haben und das alles in einem gemeinsamen Adressraum betrachten, gell, also von physikalisch vorhandenen RAM plus diesen Adressraum der Auslagerungsdatei oder dieser Auslagerungspartition, also des WAP-Bereiches, gell? Wenn wir das alles in einem gemeinsamen Adressbereich dann noch haben, dann spricht man von virtueller Speicherverwaltung. Und das ist jetzt das, das unserem, ja, der Speicherverwaltung unserer Systeme doch sehr nahe kommt, gell? Und hier haben wir noch etwas zu diskutieren, und zwar, wie das Paging funktioniert, haben wir gesehen. Das Interessante, das Schwierige, gell? Das ist die Berechnung des physikalischen Speichers, gell? Dann die Segmentierung, verschiedene Eigenschaften, die wir den Segmenten geben können, die jetzt halt auch ja, Teil der Pages sind, gell? Also die Pages haben diese Eigenschaften bekommen, gell? Also wird es eigentlich da gemeinsam abgebildet. Und dann die Auslagerung. Und bei der Auslagerung, naja, solange wir keine Seiten auslagern müssen, ist das kein Problem. Wenn wir aber Seiten auslagern müssen, dann müssen wir uns überlegen, welche Seiten ausgelagert werden, gell? Und diese Entscheidung, welche Seiten ausgelagert werden, gell, das trifft man zu dem Augenblick, in dem uns Speicher fehlt oder der Speicher, der zur Verfügung ist, dann wenig wird, gell. Und ja, und wer macht denn das? Das machen die Seitenersetzungsalgorithmen. Gell? Also Seitenersetzungsalgorithmen, das ist keine neue Speicherverwaltung, sondern das ist Teil dieser Auslagerung. Gell? Und diese Seitenersetzungsalgorithmen entscheiden, welche Seiten ausgelagert werden, wenn eben Bedarf an Auslagerungsseiten besteht. Gell? Ja, es gibt hier einmal den Abschnitt zu Paging, gell? Ja, in der deutschsprachigen Wikipedia und dann eine eigene Seite in der englischsprachigen Wikipedia und die ist eigentlich schöner gestaltet, gell? Ja, und die Idee jetzt, ja, was lagert man aus, gell? Also das ist jetzt nicht so einfach, gell? Und das größte Problem ist, wenn wir Seiten auslagern, die wir gleich wieder brauchen, gell? Also könnte man die Seiten mal fragen, gell? Also nach der Reihe, du Seite, gell? Wann wirst du das nächste Mal gebraucht, gell? Und dann lagern wir die Seite aus,
die wir am längsten nicht brauchen werden, gell? Und das ist dann das Ideale, gell? Also, dass wir, gell, lagern also Seiten aus, gell, die wir, gell, in Zukunft dann ja, lange nicht brauchen werden, gell? Und ja, das ist jetzt eine gute Idee und das ist auch die beste Lösung, gell? Das Problem ist aber, dass das ein Blick in die Zukunft ist. Und weder der Prozess, der läuft, kann uns sagen, wann er den Speicher das nächste Mal braucht, gell? Noch das Betriebssystem, gell? Das können wir nicht feststellen. Also macht man was anderes, gell? Also man lernt etwas für die Zukunft aus der Vergangenheit, gell? Also wir machen ja alle Geschichte, gell? Und wir machen das jetzt auch im Betriebssystem, gell? Also wir lernen aus der Geschichte, um eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen, gell? Ja, das ist wichtig, gell? Und ja, so mancher Politiker, gell, der macht das auch, der macht das gut, gell, andere machen das weniger gut, haben da weniger gelernt aus der Geschichte, gell. Aber unsere Speicherverwaltung, die macht das, gell. Und da gibt es jetzt mehrere Ansätze, die wir jetzt betrachten. Und zwar, der erste, gell, das ist mal reines FIFA, gell, man schreibt sich auf, man gibt eine Liste, und jede Seite, die ins System kommt in die Liste, in eine FIFA, gell? Und wenn es darum geht, Seiten auslagern zu gehen, nimmt man dann einfach die älteste Seite aus der FIFA und sagt, die muss raus, gell? Also die Seite, die am längsten im System ist, die wird als erste ausgelagert, gell? Das ist FIFA, gell? Okay, das ist gerecht, auch hier, gell? Da gibt es überhaupt nichts zu sagen, gell? Aber das Problem ist folgendes. Und die Lösung sollte eigentlich so sein, dass man die Seite auslagert, die in Zukunft lange nicht gebraucht wird. Und wenn wir jetzt einfach dieses FIFOT hier verwenden, dass wir also die Seiten auslagern, die am längsten im System ist, dann heißt es noch lange nicht, dass die Seiten, die am längsten im System sind, auch die Seiten sind, die in Zukunft am längsten nicht gebraucht werden. Gell? Gell? Also niemand weiß, welche Seiten in Zukunft gebraucht werden, gell? Und vor allem auch der FIFA-Algorithmus nicht, gell? Also das muss nicht zusammenfallen. Also es ist unterm Strich, zwar ja, kann man sagen, ist gerecht, gell? Also FIFA geht immer gut, gell? Aber in dem Fall ist es keine gute Lösung, gell? Also FIFA vergessen wir mal, gell? Mhm. Ja, ein anderer Ansatz, das ist mehr statistischer Ansatz, gell? Und zwar not frequently used, gell? Also, ja, also wenig benutzte Seiten sollen ausgelagert werden, gell? Das ist jetzt ein Ansatz, der scheint vernünftiger, gell? Also man soll also Seiten auslagern, die wenig benutzt werden. Und das ist eigentlich recht gut. Das Problem ist, um das festzustellen, muss man mit dem Zählen beginnen, gell? Also da muss man dann mitzählen, weil wie oft Seiten verwendet werden, gell? Oder sogar noch schlimmer, gell? Wie oft Seiten in einer bestimmten Zeit verwendet werden oder wie oft Seiten letzthin verwendet wurden, gell? Und das, ja, könnte man zwar implementieren, gell? Dieses letzthin, man geht dann immer wieder kontrollieren, regelmäßig schauen, bist du verwendet worden, gell? Du sag mir's, gell? Okay. Das kann man sogar machen, gell? Also haben wir in der Seite ja dieses Access-Bit und so, gell? Wurde es verwendet, gell? Ja. Und dann geht man dann ständig das Kontrollieren, gell? Aber, naja, das ist nicht schlecht, gell? Aber es kostet schon ein bisschen was, gell? Mhm, gell? Also, ja, lassen wir es mal zur Seite, gell? Also möglicher Ansatz, gell? Aber kostet schon mal was. Ja, least recently used. Also LRU. Und ja, und hier machen wir Folgendes. Man sagt, ich mache genau das Umgekehrte zu dem, was eigentlich das Ziel ist. Das Ziel ist ja, die Seite zu finden, die ich in Zukunft am längsten nicht brauchen werde. Und da sage ich einfach, naja, ich suche die Seite, die ich in der Vergangenheit am längsten nicht verwendet habe.
Gell? Also die Seite, die sich am längsten nicht gemeldet hat, die ich am längsten nicht gebraucht habe, das ist hoffentlich die, die sich auch in Zukunft dann am längsten da, ja, die ich am längsten nicht brauchen werde. Gell? Und ja, das ist ein netter Ansatz, gell? Man muss jetzt nur aufpassen, um das zu machen, muss man irgendwo die Reihenfolge der Verwendungen festhalten. Gell? Also man muss also eine Seite, wenn man sie verwendet, irgendwo wieder in einer Liste führen. Gell? Und ja, und dieses Verwenden und dieses in dieser Liste führen, das kostet dann halt auch wieder einiges. Gell? Und so ist dieses Least Recently Used, gell? Nicht unbedingt das, was wir dann, ja, was uns zum Erfolg bringt. Gell? Also, schöne Idee, gell? Also in der Geschichte schauen, was wurde am längsten nicht verwendet, gell? Und das ist dann hoffentlich das, das auch in der Zukunft dann am wenigsten Probleme macht oder dass ich da am längsten nicht brauchen werde. Und wenn ich es auslagere, dann, ja, dann kann ich es lange draußen lassen. Das ist ja die Idee, gell? Ja, dann macht man etwas und zwar sagt man, naja, ist es wirklich so genau, dass ich die Seite finde, die ich am längsten nicht verwendet habe, gell? Und da sagt man, naja, eigentlich würde es reichen, wenn ich jetzt nicht gerade eine Seite treffe, die ich gerade verwende, gell? Also wenn ich jetzt eine Seite auslagere, die ich gerade verwende, dann habe ich eine gute Chance, dass ich sie gleich wieder verwenden muss und wieder zurückholen muss. Da muss ich eine andere Seite auslagern, gell? Und das kostet ja. Also ist die Idee so, naja, wenn ich jetzt nicht unbedingt die Seite auslagere, die ich am längsten nicht verwendet habe in der Vergangenheit, so reicht es doch aus, reicht es doch eigentlich, wenn ich eine Seite auslagere, die ich ja letzthin nicht verwendet habe. Und das ist dann das, was dann eigentlich zu den Lösungen führt. Gell? Also Lösungen, die sagen, ich lagere Seiten aus, die ich jetzt halt mal nicht verwendet habe in letzter Zeit. Gell? Und genau dieses da, dieses, was, die Seite, die ich in letzter Zeit nicht verwendet habe, führt dann zu Algorithmen, die eben auf dieses Not Recently Used basieren, gell? Auf dieses Prinzip, dass ich Seiten suche, die ich letzthin nicht verwendet habe, auf die ich nicht zugegriffen habe. Gell? Und ja, was hilft mir dabei? Da hilft mir dieses A-Bit, gell, dieses Access-Bit, gell, also eines dieser Bit der Pages, gell, also wenn wir zurückgehen, gell, also das ist eines dieser Bits, hier haben wir diesen Intel 32-Bit gehabt, gell, da haben wir diese Bits angeschaut und dieses Access-Bit ist hier eines. Und was sagt denn dieses Access-Bit? Dieses Access-Bit ist ursprünglich mal 0 und immer dann, wenn ich eine Seite verwende, dann wird es auf 1 gesetzt. Das heißt, ich habe die Seite verwendet. Gell? Und genau darauf basiert, das ist jetzt die Idee. Gell? Also, wenn ich die Seite verwende, gell, dann wird das Bit gesetzt. Und das ist ein Bit. Und dieses Setzen dieses Access-Bits, das macht die MMU. Gell? Also es machen nicht wir softwaremäßig, gell? Das macht die MMU. Und die Memory Management Unit setzt dieses Bit, gell? Haben wir gesagt. Oder ja, in den Büchern findet man da oft auch dann dieses R-Bit, Referenz-Bit, gell? Also das wäre dieselbe Idee dann. Gell? Also es heißt, wenn ich eine Seite verwende, wird das Bit gesetzt. Und ja, und wenn ich jetzt Seiten auslagern muss, weil der Speicher, der Arbeitsspeicher RAM zu Ende geht, gell? Und ich muss entscheiden, welche Seiten raus müssen, dann gehe ich Seiten suchen, gell? Und ja, und welche Seite gehe ich auslagern? Also sicher nicht die, wo das Access-Bit gesetzt ist, gell? Weil wenn das Access-Bit gesetzt ist, bedeutet, ob es die Seite wurde verwendet, gell? Also dann gehe ich Seiten auslagern, wo dieses Access-Bit, gell, nicht gesetzt ist. Das ist die Idee dahinter, gell? Und ja, und das macht man dann auch, gell? Und manchmal geht es jemand auch verbinden mit der Idee des Dirty Bits, gell? Also oder Modify Bits schreibt auch jemand, gell? Also das Bit, das gesetzt wird, wenn wir eine Seite verändern, gell? Was ist denn da wichtig? Warum spielt das eine Rolle? Stellt euch vor, ich habe eine Seite ausgelagert, gell?
dann habe ich eine Kopie von der Seite im Swap. Wenn ich die Seite wieder zurückhole, dann habe ich die Seite im Swap und im RAM. Gell? So, wenn ich jetzt diese Seite doppelt habe und ich gehe lesend auf die Seite zugreifen im RAM und ich verändere die Seite nicht, gell? Dann bleiben diese hier identisch, die Seite im RAM und die Seite im Auslagerungsspeicher. Und solange das der Fall ist, solange die Seite nicht verändert wurde, bleiben die auch gleich. Und wenn ich jetzt eine Seite auslagern muss und ich finde eine, die ich letzthin nicht verwendet habe, gell? Also Access Bit ist auf 0 und die gleichzeitig dieses Dirty Bit auf 0 hat, gell? Also sie wurde weder verwendet noch verändert, gell? Und ich habe die Kopie draußen, dann muss ich sie überhaupt nicht hinausschreiben, dann kann ich nur feststellen, ah ja, sie ist doch draußen, genau. Ich habe sie schon ausgelagert, gell? Das heißt, ich muss dieses Kopieren der Seite nicht mal durchführen. Und ja, das ist eigentlich der ideale Fall, gell? Wenn wir also eine Seite finden, die man letztlich nicht verwendet hat und gleichzeitig eine Kopie davon vielleicht schon im Auslagerungsspeicher hat, gell? Und ja, wenn das nicht der Fall ist, gell, dass ich also keine Seite finde, von der es eine Kopie gibt in Auslagerungsspeicher, gell, dann muss ich halt eine nehmen, die ich letzthin nicht verwendet habe, also Access Bit 0 und das Modify Bit halt auf 1 hat. Gell. Dann wird sie ausgelagert, gell, und ich weiß, aha, diese Seite ist jetzt draußen und der Arbeitsspeicher hat jetzt eine Seite frei. Gell. Was ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist folgendes beim NRU. Ich muss festlegen, wie ich dieses Access-Bit irgendwann wieder auf 0 setze. Gell, wann? Weil wenn ich diese Access-Bits der Seiten jedes Mal bei einem Zugriff auf 1 setze, gell, irgendwann verwende ich jede Seite. Gell? Mhm. Das heißt, irgendwann sind alle auf 1. Und wenn alle auf 1 sind, dann bedeutet es, ich habe keine Seiten, die auf 0 sind. Und dann habe ich keine Seiten zum Auslagern. Und das geht dann nicht gut, gell? Also ich muss mir etwas überlegen, wie ich diese Seiten, also diese Access-Bits der Seiten wieder auf 0 setzen kann, gell? Um dann festzustellen, nach einer bestimmten Zeit, ob sie verwendet wurden oder nicht, gell? Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, okay, ich gehe das einfach alle bestimmte Zeit machen, gell? Nach bestimmter Zeit, alle auf 0, fertig. Das erledigt, gell? Und ja, klingt zwar gut, gell? Aber in dem Moment, wenn ich das alles auf 0 setze, geht ja geht alles verloren, was ich gehabt habe oder was ich wusste, weil dann alle auf 0 sind, gell? Geht dann auch nicht so gut, gell? Aber das NRU ist eine Idee, die dann eigentlich zur Lösung führt. Und zwar gibt es dann einen Algorithmus oder eigentlich mehr zwei Algorithmen, die man dann irgendwo auch verschmelzen lässt. In der Literatur sind sie manchmal etwas unterschiedlich dargestellt. Gell? Ist ja nicht immer gleich, aber wollen wir sie mal erklären. Gell? Und zwar die Idee des Clock-Algorithmus mit zweiter Chance. Und zwar, was bedeutet das? Gell? Also, das klingt jetzt aufregend, kompliziert, ist aber nicht so, gell? Das ist einfach nur eine Lösung, wie man NRU machen kann, mit einer Lösung des Zurücksetzens dieses Access-Bits. Gell? Und zwar, wenn wir nicht regelmäßig einfach alle Access-Bits auf 0 setzen, gell? Sondern wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen mal, Moment, wir gehen nicht zu einer bestimmten Zeit diese Access-Bits auf 0 setzen, sondern immer dann, wenn wir eine Seite auslagern müssen oder auch mehrere Seiten auslagern müssen, gell? Dann gehen wir einfach Seiten suchen, die wir auslagern. Und das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen einen Zähler und der Zähler zählt über alle Seiten durch.
gell? Und dann, wenn er alle Seiten durch hat, beginnt er wieder von vorn. Gell? Daher auch der Name Clock-Algorithmus. Gell? Also er läuft hier die Runde, gell? Wie eine Uhr. Und was macht denn er dabei? Dabei geht er nicht nur feststellen, welche Seiten ausgelagert werden, mit der Idee von einer Ruhe. Gell? Also er lagert jene Seiten aus, die nicht verwendet wurden, also Access Bit 0. Sondern er macht Folgendes. Wenn er eine Seite trifft, die als Access Bit auf 1 hat und die Seite sagt ihm, nee, ich wurde verwendet, gell, ich komme jetzt nicht mit, gell? Mhm. Gell, wenn er eine solche Seite findet, dann sagt er, na, gut und recht, gell, heute ist gut gegangen, gell? Mhm. Heute darfst du noch im System bleiben, aber ich setze deinen Access Bit auf 0. Dann staunt die Seite schon, gell? Weil dann weiß die Seite, ups, mhm. Jetzt muss ich aber schauen, gell? Und das ist die Idee, die man dann Second Chance nennt, gell? Eine Seite, die verwendet wurde, gell? Wird nicht ausgelagert, sie wird im System bleiben, gell? Sie im RAM wird also nicht in Swap ausgelagert, gell? Aber die das Access Bit wird auf 0 gesetzt. Und dann geht der Clock weiter zur nächsten Seite. Bei der nächsten Seite fragt er wieder, du hoch mal, bist du verwendet worden? Und wenn die Seite Nein sagt, ich wurde nicht verwendet, dann sagt der Algorithmus, raus mit dir, in die Auslagerung. Gell? Also ist genau das die Frage. Gell? Also man geht her und fragt, du hoch mal, ist das A-Bit der Eden-Seite, die ich gerade kontrolliere, ist dieses A-Bit 0, gell, ist die Seite nicht verwendet worden, gell, dann wird die Seite ausgelagert, nicht ausgelagert. So. Und eben weil sie seit der letzten Überprüfung nicht benutzt wurde. Gell, ja, was mache ich dann? Ausgelagert, vielleicht bin ich schon zufrieden, vielleicht brauche ich aber mehr Speicher, geht trotzdem weiter mit der Auslagerung, bis ich zufrieden bin, gell? Bis ich genügend Speicher rausgelagert habe. So, wenn ich hier nicht auf 0 treffe, sondern auf 1, dann mache ich, das A-Bit wird auf 0 gesetzt, gell? Und die Seite wird nicht ausgelagert. Ich gehe jetzt weiter. Gell? Das ist die zweite Chance gewesen. Gell? Und ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Das ist ja eigentlich genau das, was NRU ist. Der Unterschied ist jetzt folgendes. Bei NRU gehe ich vielleicht regelmäßig diese Access Bits auf 0 setzen. Bei diesem Clock-Algorithmus gehe ich diese Access Bits auf 0 setzen, wenn ich Seiten auslagern muss. Und das führt jetzt dazu, dass die Geschwindigkeit dieses Zurücksetzens dem Bedarf nach Auslagerung entspricht. Das heißt also, wenn ich mehr Seiten auslagern muss, dann wird die Uhr schneller. Und wenn die Uhr schneller wird, was bedeutet das? Wenn die Uhr schneller wird, dann haben die Seiten weniger Zeit, wieder auf 1 gesetzt zu werden. Gell? Wenn die Uhr langsamer geht, ich habe kaum Bedarf zur Auslagerung, gell? Dann haben die Seiten viel Zeit, um ihre Access Bit auf 1 zu bekommen. Gell? Und wenn die Uhr dann wieder die Runde macht, gell, dann wird sie wie wirklich alte Seiten treffen, die schon lange nicht verwendet wurden. Gell? Und ja, und wenn sie dann, ja, wenn der Algorithmus genügend Speicher findet unter diesen alten Seiten, ist gut. Und sonst macht er einfach eine schnellere Runde. Gell? Also das heißt, die Geschwindigkeit dieser Uhr hängt vom Bedarf an auszulagerten Seiten ab. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Gell? Also ich habe da nicht eine fixe Zeit. Gell? Wenn es erlaubt ist, gell, dann gehe ich da einfach seltener die Runde, gell? Weil ich keinen Bedarf habe an Auslagerung. Wenn es ein Problem gibt, dann gehe ich einfach schneller die Runde. Gell? Und wenn eine Seite schnell wieder verwendet wurde, dann ist sie ja sicher. Gell? Wenn aber eine Seite nicht so schnell wieder verwendet wurde, dann fliegt sie raus. Gell? Und das ist diese Idee dieses Clock-Algorithmus. Gell? Mhm. Ja, also, das sind so die wichtigsten Ideen dahinter, gell? Wenn ihr hier diese Auslagerungs
Algorithmen anschaut, dann werdet ihr sehen, ob es da gibt es noch sehr viel mehr. Jeder von euch, der dieses Haus verlässt, gell, und dann später mal ja, sich mit Informatik befasst und da irgendwo auf Betriebssysteme stoßt, und das wird jeder tun, der das mal macht, gell, der wird genau hier nochmal einiges mehr sehen, als wir hier sehen. Gell? Okay, ja, für heute genug.